Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB-Verse Report. Ja, es ist wieder soweit und wir haben natürlich wieder die neuesten Updates rund um Star Citizen und vor allem natürlich um die Alpha 3.0 und da dreht es sich uns in unserem Hot Topic direkt drum da. Die Alpha 3.0 ist im PTU. Wir sind jetzt inzwischen so weit, dass wir sagen können, es ist auf dem Weg zum Live-Release und darin arbeiten sie auch gerade ganz kräftig. Das heißt, in der Episode Burndown wurde uns dann diesmal präsentiert, dass jetzt also die Alpha 3.0 tatsächlich feature-complete ist. Das bedeutet, da ist jetzt ein Feature-Lock drauf. Das heißt, es ist eine absolute Sperre für alles, was neu an Features reinkommen soll. Naja, und das bedeutet, dass sie jetzt auf jeden Fall im vollständigen Polishing und Bugfixing-Modus sind. Und das merkt man ganz gut. Wir haben dadurch auch ein Ergebnis von jetzt 176 Must-Fixes, die noch gelöst werden müssen, bis die Alpha 3.0 dann zu uns kommen kann. Ja, und das waren noch 240 letzte Woche. Das heißt, es sind also von daher noch eine ganze Menge, die zu tun sind, aber sie haben auch einiges geschafft. Ja, also von daher 176 sind es noch, 240 Must-Fixes hatten wir zuletzt. Kein nicht so schlechtes Ergebnis. Nichtsdestotrotz, guckt mal auf den Schedule-Report, wenn er dann online kommt. Seit Freitag sollte er da sein und da ist dann auch noch immer der aktuelle Bug-Count drauf. Ja, ansonsten gab es sehr, sehr unterschiedliche Probleme, von denen berichtet wurde, die aktuellen PTU-Builds. Und zwar ist der Geist von Ruto aufgetaucht. Das sehen wir hier später noch im Video. Das ist eine sehr lustige Sache. Genau da, wenn man diesen Mission-Giver Ruto, wenn man den versucht zu finden und dann die Taschenlampe da eingeschaltet hat, dann, oh Wunder, und da sieht man ihn hinten, ist auf einmal ein Geist da. Und das ist übrigens kein Schatten, sondern es ist tatsächlich eine Entität. Also das ist ein dreidimensionales Objekt und das kommt daher, dass sie einen NPC simuliert haben für das Hologramm und der ist sichtbar, wenn man die Taschenlampe einschaltet. Ja, also der Geist von Grimhex nennen sie das Ganze. Ansonsten, die 300er-Serie hatte zum Beispiel noch große Probleme mit den Animationen, haben Dozer und ich auch selber gemerkt. Zum Beispiel das Einsteigen in den Sitz funktioniert noch nicht. Man dreht sich in die falsche Richtung und klemmt dann irgendwo zwischen Scheibe und Sitz ein und solche Dinge. An die Cargo-Base von der Caterpillar und von der Constellation sind auch noch nicht hundertprozentig richtig. Hier bei den Cargo-Bay-Touren zum Beispiel von der Caterpillar, die funktionieren auch nicht so, wie sie sollen. Also das ist zum Beispiel auch noch eine Sache, die überarbeitet wird und wo es weitergeht. Ja, und die Schadensklassen und Trümmer für die Schiffe werden nochmal überprüft, hat man eben kurz gesehen. Da testen sie sozusagen jetzt alle Schiffe nochmal durch und gucken, ob noch Probleme irgendwo gibt mit eben entsprechenden Schadensklassen oder auch der Verteilung der Trümmer, weil sie haben gesagt, da gab es noch Unregelmäßigkeiten. Ansonsten waren die Mission Giver insgesamt im Multiplayer Review jetzt. Das heißt, das, was sie vorher offline gemacht haben, haben sie jetzt als Multiplayer-Form gemacht und ja, die letzten Verbesserungen werden dazu eingebracht und außerdem, was ich sehr spannend fand, testen sie jetzt diese sogenannten Umgebungsmissionen. Das heißt, die Missionen, die sozusagen von der Umgebung abhängig sind, Zufallsbegegnungen, zum Beispiel im Quantum Travel, dass man da unterbrochen wird und auf einmal ja, ist ein Asteroid im Weg oder sind also Piratenangriff oder irgendwie sowas in der Art. Also solche Missionen werden gerade intern getestet. Das soll dann später natürlich auch zu uns als Backern kommen. Ansonsten haben wir noch die Ansage, dass die Schiffe jetzt bis auf Weiteres auf jeden Fall im Dauerbalancing sein werden. Das heißt, die Schilde, die Waffen, alles, was mit der Energie zu tun hat und so weiter und so fort, wird jetzt gerade die ganze Zeit hin und her gedreht. Das kann sich von Patch zu Patch ändern und ist noch nichts irgendwo fix. Das Ganze wird so lange passieren, bis der Patch dann auch wirklich live ist. Ja, und insgesamt kann man also sagen, bei dem schönen Hintergrund, den Jake Ross da hinter sich aufgebaut hat, die haben es ja da wirklich sehr hübsch, muss ich ehrlich sagen, sehr weihnachtlich. Sehr amerikanisch weihnachtlich, um genau zu sein. Da kann man zusammenfassend sagen, also sie arbeiten, sie reagieren sehr, sehr schnell, sie arbeiten wirklich sehr schnell. Es gibt jeden Tag einen Patch momentan und wir hoffen ja, dass sie bald auch neue Leute dazu holen. Aktuell sind zum Beispiel die Server Counts auf 30 Leute runter von 50. Das heißt, wir haben eine Spielerzahl davon, die ein bisschen geringer ist, als es vorher war. Das kann sich jederzeit wieder ändern. Sie haben auch keine Aussage getroffen, ob das jetzt so bleibt oder nicht. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall drückt die Daumen und reportet, 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 ganz, ganz wichtig, denn das hilft uns hier auf jeden Fall weiter, dieses Spiel voranzukriegen und das hoffentlich dann bald live zu bekommen. Ja, von da aus gehen wir dann natürlich zum Rest von Around the Verse und ja, hier haben Sandy Gardner und Steve Bender, der Animation Director, die nächste Episode moderiert und da ging es vor allem um den Atmosphärenflug und das war auch das Special dazu. Ja, ein sehr ausführliches Special, sehr, sehr spannend, wo ganz viele unterschiedliche Entwickler sich
eben zu den Schiffen geäußert haben und vor allem zu deren Verhalten in der Atmosphäre. Es soll also zukünftig so sein, dass Raumflug- und Atmosphärenflugmodell sich stark unterscheiden und zwar immer stärker voneinander. Das ist jetzt am Anfang noch in 3.0 eine erste Iteration, wird aber immer weiter austariert und immer weiter ausgeballast, so dass es dann zu einem im Grunde genommen anderen Flugmodell kommt, wenn das Schiff in der Atmosphäre unterwegs ist. Da muss man eben wissen, dass die Schiffe ja im Grunde genommen da in der Verantwortung stehen, damit sie nicht abstürzen, die ganze Zeit mit den Thrustern zu feuern, während vorher das Flugmodell darauf angelegt ist, dass nur einzelne Thruster sozusagen einen Bewegungsimpuls geben. Jetzt muss es eben umgedacht werden, dass die Thruster im Endeffekt das sind, was die Schiffe daran hindert, abzustürzen, und das ist tatsächlich eine andere Sichtweise. Da hatten sie ein altes System, und dieses alte System hat im Grunde genommen mit den Thrustern alle Effekte von der Gravitation und dem Luftwiderstand ausgeglichen. Das heißt, die Thruster haben gearbeitet, automatisiert, und man war wie an einem Faden gezogen, sozusagen ging man über die Atmosphäre hinweg. Ja, und das hat den Leuten nicht gefallen. Das haben sie auch als Gamescom-Review bekommen. Die Leute wollten was Dynamisches und sie selber haben auch gemerkt, nee, das ist im Grunde genommen sehr, sehr langweilig. Darum haben sie das Flugmodell geändert und haben jetzt gesagt, nee, jetzt machen sie es so, dass die Thruster sich auch die Schwerkraft zunutze machen. Das heißt, wenn man zum Beispiel nach unten fliegt, auf den Planeten zu und die Schwerkraft stärker wirkt, dann feuern die Thruster weniger. Das heißt dann im Grunde genommen lässt man sich auch ein Stück fallen. Das heißt, was man jetzt machen kann mit diesem Flugmodell, ist mit der Atmosphäre arbeiten und mit dem Schwerkraft zum Beispiel arbeiten. Das bezieht sich dann auf Turbulenzen, da arbeiten sie jetzt momentan dran. Das ist nämlich auch für die 3.0 schon geplant mit der ersten Iteration allerdings. Das heißt, da soll es dann auch noch ein Stückchen weitergehen als das. Denn im Grunde genommen soll es ja so sein, dass mit verschiedenen Atmosphären und Conditions sozusagen, in denen man sich da bewegt und Gravitationsverhältnissen und ähnlichem, sich das auch für die Schiffe ändert, das Flugverhalten entsprechend und dementsprechend dieses System eben auch sehr dynamisch sein muss. Und das wiederum ist eine Sache, wo sie jetzt an alle einzelnen Schiffe ran dürfen, und zwar Stück für Stück wollen sie den Schiffen auch Eigenschaften im Atmosphärenflug verpassen, zum Beispiel Schiffe wie die Sabre und die Gladius sind sehr schnittig, sehr aerodynamisch, sind auch gut im Atmosphärenflug zu gebrauchen. Andere Schiffe wie die Aurora zum Beispiel, da wird man immer seine Schwierigkeiten haben. Also der Entwickler sagte sogar, man soll schon ein bisschen das Gefühl haben, mit einer Aurora jetzt an der Grenze des Möglichen zu sein, was sie jetzt hat, wenn sie in einer Atmosphäre unterwegs ist, aber es soll eben noch handelbar sein. Naja, da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Auf jeden Fall wird es wohl ein relativ komplexes System. Ja, und von daher kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da einen vollständigen Überblick zu haben wollt, dann geht doch mal auf SCB, da ist es nämlich vollständig übersetzt für euch und da könnt ihr dann alles nochmal im Detail nachlesen und die schönsten Screenshots dazu sehen. Ja, von da aus gehe ich dann auch schon weiter zu dem, was so bei uns los war. Wir hatten natürlich einen sehr, sehr schönen ein schönes Let's Play diese Woche bei uns auf dem Channel. Das waren Dosa und ich. Leider etwas antiklimaktisch, ich gebe es zu, am Ende. Das werdet ihr dann sehen. Endet so ein bisschen so wie die Sopranos, falls jemand das versteht. Aber nichtsdestotrotz, schaut es euch an. Es ist eine sehr witzige Sache, weil der liebe Dosa und ich mal uns mal zusammen in ein Einsteigerschiff quetschen und mal eine Outlaw-Mission machen und mal gucken, wie es da so abgeht. Also ist eine sehr coole Sache. Ansonsten kann ich euch wirklich nur empfehlen an der Stelle, guckt euch unsere Let's Play Playlist an vom Alpha 3.0 PTU. Da sind alle unsere Videos drin, die wir jetzt gemacht haben. Die ganzen Let's Plays, das ganze Gameplay ist da vorhanden und da könnt ihr auf jeden Fall gerne reinschauen. Das lohnt sich. Ja, und von daher würde ich sagen, gehen wir nochmal zu unserem Let's Play Termin und die haben wir hier natürlich für euch. Und zwar Sonntag, der 17.12. Das ist der nächste Termin für unsere Livestreams. Und zwar 19.30 Uhr geht es da weiter mit unserem Star Citizen Let's Play Sunday mit Dosa natürlich als Host. Von dort aus dann zum 20.12. Wir nähern uns Weihnachten mit großen Schritten. 14.30 Uhr geht es da weiter mit unserem Livestream Star Citizen Special natürlich. Wir gehen wieder ins Alpha 3.0 PTU und gucken mal, was wir alles so für lustige Sachen da erleben können. Ja, und dann haben wir nochmal die letzte Live-Sendung, reguläre zumindest diesen Jahres vom SCB Verse Report, ist dann am 22.12. 17.30 Uhr
Uhr live auf dem Crash Academy Channel. Ja, da könnt ihr gerne einschalten. Ansonsten freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr uns unterstützt. Insbesondere unsere Unterstützer auf Patreon. Fettes, fettes Dankeschön dafür, dass ihr da für uns da seid. Ihr habt uns ein tolles Jahr bereitet und wir freuen uns sehr auf die Zukunft und das nächste Jahr mit euch in der Supporter-Tasche hier. Das ist echt viel, viel wert. Und natürlich alle anderen, die uns auch auf Twitch unterstützen, da mit einem Abo oder hier auf YouTube, gerne. Wir freuen uns da riesig drüber. Und ansonsten lasst uns viele Kommentare hier unter der Episode, liked oder disliked sie, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Ja, und ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr up to date bleiben wollt bei Star Citizen. Ich verabschiede mich mit einem See you on the flight deck. Sawyer out.